Hallo, heute mal wieder ein kleines Video zum Netzwerk. Im Vorfeld möchte ich schon sagen, es gibt natürlich vielerlei Netzwerkprogramme und diejenigen, die sagen, ja, es gibt aber auch noch dieses und jenes und welches, das finde ich besser, ist in Ordnung. Also, ihr seid hier daheim verbunden mit dem Internet und jetzt wollen wir ein bisschen Licht ins Internet bringen und damit hätte ich mal wieder eins meiner zahllosen, unbeliebten Urlaubsbilder ins Video mit eingepflegt. Gut. Irgendwo hinterrücks kommen auch mal Datenpakete, von denen wir gar nicht wissen, was da so läuft. Das hatte ich gerade heute mal. Fand ich ganz witzig. So ist wohl witzig. Mehr fühlen mal aus. Alt F2. Euer Software Center oder ich benutze hier mittlerweile Muon-Discover. Das ist so ähnlich wie Software Center. Ihr könnt natürlich auch Synaptic, das Terminal oder das Ubuntu Software Center oder was auch immer benutzen. Wir suchen mal nach F-Ape. F-Ape, ne? F-Ape, ein grafischer Netzwerkmonitor. Den habe ich hier gefunden, fand ich ganz witzig. Ein grafischer Netzwerkmonitor, Vorbild von Etherman. Kennt kein Mensch, also ich kann's nicht. Zunächst sieht das ein bisschen verspielt aus, hat aber ganz nützliche Funktionen. Starten kann man es nicht einfach so. Starten am besten mit Alt und F2, Alt F2. Und dann gebt ihr mal ein sudo. Davor Leerzeichen und dann fvape, denn der funktioniert so ein bisschen wie ein Netzwerk-Sniffer, ne? Und weil er so ähnlich funktioniert wie ein Netzwerk-Sniffer, braucht er halt Rootrechte bzw. Sudo-Rechte. So, fvape. Gut. Hier sehen wir schon, da tut sich schon was auf meinem Rechner, obwohl ich gar nicht davon weiß, dass ich hier irgendwas was benutzt hätte oder benutzt habe. Irgendeine komische Cloud. Gut, die Nodes, die im Moment aktiv sind, kann ich mir anschauen. Hier, ne? Computer, bla bla bla, Cloud, kommt keine Ahnung, wer da gerade so ist, ne? Irgendwie Cloud. Vielleicht kommt es noch vom, ja, Muon Discover, vermute ich mal. Gut, mein Router, seht ihr hier, hat diese lokale IP-Adresse. TRR ist mein lokaler Rechner mit dieser IP-Adresse. Gut, jetzt sieht man die Striche, die hier so waren, ne? Die sind jetzt so fort, ne? Die sind fort. Wenn einem das alles optisch nicht so ganz gefällt, kann man in den Präferenzen noch einstellen. Eine andere Schriftart, vielleicht mal ein bisschen größer, ne? Ein bisschen größer. Jetzt fürs Video mache ich es mal extrem groß. Ihr macht das bei euch natürlich etwas kleiner. Und wie soll die Schriftart sein? Wie auch immer. Node Label Color, also die Schriftart der Knotenpunkte. Gut. Capture-Filter habe ich mittlerweile umgestellt auf IP. Ich wollte nicht IPv6, was normalerweise auch mit dabei ist, gefiel mir nicht, brauchte ich nicht. Und man sieht auch die aktuell benutzten Protokolle. In Rot wird HTTP dargestellt, ne? DNS-Server, Port 53, ne? Verbindung Name-Server, ne? Aus einer IP-Adresse einen Namen machen. Zum Beispiel, das hier ist eine IP-Adresse, 199 bla 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 und der Name ist der da. Also Domain Name Server, irgendeinem von eurem Internetprovider oder wer auch immer. Da wird nachgeschaut, welche Adresse gehört zu welchem Server und dieser Knoten wird entsprechend dargestellt. Nun, jetzt machen wir mal eine Verbindung zum Internet mit irgendeinem Programm. Ich sage mal, ich hatte vorhin mal ausprobiert, VLC war ganz witzig. Multimedia, ne? Man weiß manchmal gar nicht, was da alles so im Hintergrund läuft. Da kam es zu einem interessanten Effekt. Mal gucken, ob ich den wieder herstellen kann. Also im Moment einfach VLC gestartet. Keine Verbindung zum Internet. Das ist schon mal gut, ne? Wenn ihr ein Programm startet und das schon gleich beim Starten eine Verbindung zum Internet herstellt, dann könnte das verdächtig sein. Es sei denn, es ist ein Webbrowser. Die machen das sowieso. Gehen wir zum Beispiel die Yamendo Selections. Jetzt sieht man, über HTTP unverschlüsselt wird da eine Verbindung zu Yamendo.com hergestellt. Dass dieser Traffic ein ziemlich großer ist, sieht man hier schön in dieser Grafik. Hier sieht man noch so viel. Wie viel Bytes pro Second sind's denn, ne? Und hier sieht man das dann optisch, grafisch, ne? Da baut sich da hier so eine Liste auf. Das ist ganz witzig, ne? Da tut sich noch, da lädt noch. Interessant war der Effekt, den hatte ich vorhin. Mal gucken, ob ich da wieder herstellen kann. Das Icecast Radio Directory ist ein verdammt großes, ne? Da wird zu dir. Ja, ich mache mal VLC kleiner. Dir. xiph.org eine Verbindung hergestellt über HTTP. Was macht die? Die lädt hier alle möglichen Titel. Dieses Radio-Directory ist verdammt groß. Jetzt schließe ich mal den VLC Media Player. Und ihr seht, diese Verbindung besteht immer noch, obwohl der VLC Media Player nicht mehr läuft.
Ich habe dir vorhin auch mal mit Kill All VLC geschlossen. Diese Verbindung bleibt bestehen. Einmal gestartet läuft da anscheinend noch ein Task im Hintergrund, von dem ich nichts weiß. Mit sowas kriegt man natürlich schön raus, jetzt mit dem Ether Ape. Gut, starten wir mal den Firefox Webbrowser Internet Firefox. Den habe ich jetzt hier auf DuckDuckGo, also nicht auf Google gestellt. Und wir sehen hier übrigens meine IP-Adresse, die ich momentan habe. Sieht man hier sehr schön im Video. Ist ja schnurzegal. Hier ist immer noch diese, immer noch vom VLC was aktiv. Ne? Und da wurden ein paar Verbindungen hergestellt, obwohl ich im Firefox noch gar nichts eingegeben habe. Hier kann man nach dem Traffic sortieren. Da ist immer noch richtig Traffic, ne? Da tut sich noch was. Also auf meinem lokalen Rechner wird was runterladen von der Adresse. Wunderbar. Hier sieht man übrigens meine IP-Adresse, die ich momentan habe. Und Secure und was weiß ich, Yamendo kommen waren wir vorhin drauf. Das ist hier noch in der Liste. Mein Router ist immer noch der. Secure Information, Information.com, ne? Das ist falsch geschrieben. Das denke ich mal ist von DuckDuckGo. Gut, geben wir mal hier in der Google-Suche was ein. Test. Na, Test. Da tut sich aber richtig was. Da ist ja richtig was los. Ne? E100.net ist übrigens auch Google. Ne? Das hat was mit Google zu tun, dass man auch ein 1 E hoch 100 darstellen kann. Google leitet sich von dem Wort Google ab. Und hier tut sich immer noch vor meinem VLC. Ne? Da, dieser Task läuft im Hintergrund immer noch. Und ist immer noch eine Verbindung. Clients, Google.com, die schlafen so langsam ein. Hier ist mein Router, VeriSignNet, ne? Amerika lässt grüßen. Da werden SSL-Zertifikate überprüft mit VeriSign. Und die Server stehen in Amerika. Und naja, gut, die können alles mitlesen. Ja, VeriSign, wunderbar. So funktioniert das, ne? Da kann man jetzt wieder stoppen. Wir sehen, da besteht immer noch dieser HTTP-Traffic vom VLC Media Player, ne? Jetzt müsst ihr aber wahrscheinlich irgendwann mal dieses Icecast Radio Directory komplett heruntergeladen sein. Also diese Verbindung bleibt bestehen. Finde ich übrigens interessant. Man kann auch immer stoppen, neu starten, dann sind die Listen leer. Man sieht die aktuell noch offenen Verbindungen. Wie gesagt, mit dem Ether-Ape, ne, mit dem alten Affen, kann man sowas rauskriegen. Finde ich gut. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verleihen mit freundlichen Grüßen. Mache mich weiterhin zum Affen und tschüss. Schönes Bild, oder?